Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von dem Podcast My Way. In dieser Folge ist unser Gast ein sehr, sehr, sehr guter Freund von mir an der Uni. Er ist im gleichen Semester. Wir kommen gerade ins vierte Semester vom Humanmedizinstudium und auch vom experimentellen Medizinstudium. Das machen wir gleichzeitig und darüber wollen wir auch sprechen, so eine Art duales Studium mit Medizin zu machen. Und über viele andere Sachen. Wir werden, wie auch immer, damit anfangen, dass der Gast uns erzählt von seiner Geschichte, die Schule, die Kindheit und danach, wie er in die Uni gegangen ist und warum. Das lassen wir immer bis zum Ende. Luca Krüger, ich freue mich sehr, dass du heute da bist. Vor allem, dass du vor einer Stunde dein Praktikum Tag abgeschlossen hast und das ist ein bisschen aufwendig. Und ich möchte sehr gerne erstmal fragen, wie geht's dir? Ja, Ibrahim, ich freue mich auch hier zu sein. Mir geht's gut heute. Ich bin zufrieden, dass das Praktikum vorbei ist, obwohl es Spaß gemacht hat, aber es ist schon anstrengend, so 8, 9 Stunden im Labor zu sein. Aber wir haben ja eine Mittagspause, also das motiviert dann wieder das Essen der Mensa. Das war das Highlight des Tages. Bist du dir sicher, dass das Essen der Mensa motiviert? Definitiv, mich hat das Essen der Mensa heute motiviert und auch die Mittagspause da. Ich mache das mit Taye zusammen, das Praktikum, und das genau, macht auf jeden Fall echt Spaß, sodass ich dadurch gerade nochmal das Essen dann push kriege für den Nachmittag und damit auch das jetzt abschließen konnte. Und ansonsten habe ich jetzt aktuell damit relativ wenig Zeit. Also das nimmt dann viel Zeit in Anspruch. Aber heute Abend habe ich mit dir ja das schöne Gespräch. Das verstehe ich und darauf wollen wir noch ausführlich eingehen, auf das Praktikum und auf den gesamten Studiengang experimentelle Medizin. Aber jetzt fangen wir mit dem Anfang an. Du, Luca Kruger, zunächst einmal, wo bist du geboren und wo bist du in die Schule gegangen und wie war die Schule für dich? Also ich bin geboren in Hannover. Ich bin da auch aufgewachsen. Ich war da im Kindergarten. Und dann sind wir aber umgezogen nach Bielefeld, also hier nach Niedersachsen, nicht weit weg von Münster. Von Niedersachsen nach Nordrhein-Westfalen, nicht weit weg von Münster. Das ist 1,5 Stunden im Auto, 1 Stunde. Und bin dann da auch nochmal quasi Ende des Kindergartens sind wir umgezogen. Und dann habe ich die gesamte Schule da in Bielefeld gemacht. Und Grundschule und auch danach dann Gymnasium. Und für mich war die Schulzeit immer, also ich hatte in der Schulzeit tatsächlich immer wirklich Spaß an der Schule. Ich glaube, das ist eine sehr wichtige Sache oder eine sehr gute Sache, wenn man das hat, wenn man Spaß daran hat, einmal natürlich mit den Freunden in der Schule zu sein, die da zu sehen, aber auch Neues zu lernen in der Schule, weil es gibt halt einfach super viel, was man davon mitnehmen kann, was du in ja, an anderen Orten überhaupt nicht hast. Also ich war jetzt gerade zum Beispiel im Urlaub in Costa Rica. Wir haben auch schon darüber gesprochen, Ibrahim. Und da ist es sehr schwierig für die Kinder in die Schule zu gehen, weil es da gar nicht die Möglichkeit gibt für alle, sondern die müssen dann zu Hause mithelfen, weil viele beispielsweise im Bereich der Landwirtschaft tätig sind, viele Eltern. Und dann müssen die Kinder mithelfen, haben nicht die Möglichkeit, eine Schule zu besuchen, so wie wir hier. Dementsprechend hatte ich echt eine sehr schöne Schulzeit und mir hat es ja immer Spaß gemacht, was dann ja natürlich auch dafür gesorgt hat, dass ich dann gute Noten in der Schule hatte, weil ich dann mich nicht besonders viel, aber dann, wenn ich was machen musste, habe ich mich auch gerne hingesetzt und das fertig gemacht und das nicht dann super weit aufgeschoben, so die nächste Hausarbeit immer weiter in die Zukunft. Das klappt manchmal, aber ist langfristig sicher nicht die richtige Strategie. Genau, und dann im Gymnasium war ich auch da, das war ein bisschen weiter weg, da konnte ich dann immer mit dem Fahrrad hinfahren. Und das ja, war dann nochmal dahingehend ja, spannender, weil man verschiedene Sachen sich selbst aussuchen konnte. Das war ja in der Grundschule noch relativ wenig, aber im Gymnasium konnte man dann wirklich wählen und sagen, ich möchte beispielsweise mehr Naturwissenschaften machen, was ich dann auch getan habe, weil ich. Also, dass ich einen Schwerpunkt auf Naturwissenschaften gesetzt habe und dann
Mathematik, Informatik, Physik, Chemie, Bio nochmal mehr machen konnte und dann einfach das machen konnte, wo ich Spaß dran habe. Das war in dem Fall von den Schulfächern die Naturwissenschaften. Und genau, da konnte ich dann beispielsweise auch parallel an Forschungswettbewerben teilnehmen. Das hat mir viel Spaß gemacht zu der Zeit und auch heute hätte ich da sicher noch Spaß dran, so eigene Forschungsprojekte zu machen. Da haben wir angefangen, im ersten Jahr im Bereich Chemie teilzunehmen. Das war ein Projekt über Nanosilber. Da war ich 14 Jahre alt, habe das mit einem 18-Jährigen gemacht, der gerade in der Oberstufe war. Ich war in der 7. Klasse. Und da waren wir dann auch sehr erfolgreich, haben unter anderem dann im zweiten Jahr in Nordrhein-Westfalen den Landeswettbewerb gewonnen. Das war ja eine große Herausforderung, weil man dann vor 4, 5 Leuten, die Lehrer sind oder in irgendwelchen Unternehmen arbeiten, die sich mit der chemischen Industrie beschäftigen, in dem Fall musst du dein Projekt präsentieren, musst einen Poster haben und dann alles erklären an diesem Projekt. Da auf Fragen einzugehen, ist schon eine Drucksituation, die man so als Schüler einfach nicht hat. Und das war echt eine spannende Erfahrung, das so mitmachen zu können. Genau, und danach habe ich dann deshalb auch immer weitergemacht mit dieser Forschung, habe dann aber im Nachhinein noch mehr Projekte gemacht, wo ich wirklich Spaß dran hatte, wo ich Lust drauf hatte. Also am Ende habe ich was über Tennis gemacht, weil ich auch Tennis spiele in meiner Freizeit. Habe dann Physik von Tennisbällen analysiert und dazu mit Videokameras und dann einer Videoanalyseforschung betrieben. Das finde ich sehr schön. Also du hast jetzt ein sehr, sehr schönes Bild gezeichnet. Aber ich möchte auch wissen, gab es denn überhaupt Schwierigkeiten in deiner Schulzeit? Also ich hatte schon, also Schwierigkeiten sind natürlich erstmal relativ hart gesehen. Also ich würde nicht sagen, dass ich irgendwo große Schwierigkeiten hatte in der Schule, mit denen ich viel zu kämpfen hatte. Also von daher war das insgesamt eine sehr ja, harmonische Sache und ich kam da gut durch. Die Schwierigkeiten waren eher dann irgendwie so zu fokussieren, was macht mir am meisten oder wo möchte ich Zeit investieren, was macht mir Spaß, das fand ich ist so schwierig gewesen in der Schulzeit, aber natürlich auch jetzt, aber besonders dann nochmal in der Schulzeit, wo man ja alles hat. Also du hast alles um dich rum, so du hast Sport, du hast Sprachen, du hast Kunst, Musik und alles und dann so, womit will ich jetzt irgendwie Zeit verbringen, was will ich machen? Also das fand ich schwierig oder eine Herausforderung im Sinne, dass man da für sich finden möchte, was ist das jetzt für mich? Das zielt eher so ab auf die Oberstufe, wo man dann halt auch entscheiden muss, was mache ich nachher? Weil ich finde das gut, wenn man das schon früh sich überlegt, worauf man Lust hat. Weil sonst stehst du nachher da mit 17, 18, 19 Jahren am Ende der Schulzeit hier in Deutschland und hast überhaupt keine Ahnung, was du machen möchtest. Und dann ja, hängst du so ein bisschen in der Luft. Das finde ich wichtig, sich schon vorher damit zu beschäftigen, was man macht. Und das ist ja eine große Herausforderung für mich gewesen in der Schule, gerade in der Oberstufe. Und am Ende der Schule, wusstest du schon, was du studieren möchtest? Oder wusstest du das schon immer? Medizin? Oder hattest du was anderem vorgeplant? Jetzt will ich nicht genau wissen, warum du Medizin ausgewählt hast. Das lassen wir bis zum Ende. Aber was waren deine Ambitionen damals? Hattest du mehrere Optionen, die du nicht so einfach fandest, eine zu wählen? Oder war das einfach so Medizin? Also ich hatte mehrere Optionen und zwar hatte ich im Wesentlichen zwei Optionen. Einmal Medizin, was ich beispielsweise dann auch in einem Praktikum, wir mussten in der Schule in der 10. Klasse so ein Praktikum machen, das heißt Compassion-Praktikum. Und da ging es darum, dass man in irgendeine, ich sag mal, gemeinnützige Einrichtung im Überbegriff, also irgendwie etwas wie ein Altenheim, ein Krankenhaus, wo man mit Menschen zu tun hat, mit denen man sonst als Schüler keinen Kontakt hat, wie kranken Menschen, alten Menschen, die besondere Hilfe brauchen oder Institution wo mit Menschen mit Behinderung gearbeitet wird. Da war ich im Krankenhaus und habe da mehr oder weniger den ersten größeren Kontakt
mit Medizin selbst gehabt und da ja, habe ich gemerkt, dass mir das schon Spaß macht. Also klar, es sind manchmal so Überwindungen, die man machen muss. Das kennst du ja, wenn du jetzt im Krankenhaus arbeitest und Patienten waschen musst oder ähnliches. Das ist natürlich immer irgendwie eine Überwindung, aber damit kam ich schon ganz gut zurecht und habe da gemerkt, das macht mir Spaß. Das heißt, wie gesagt, Medizin war eine der Optionen, der Alternativen. Eine weitere Alternative, die mir Spaß gemacht hat, die ich auch heute noch gut finde und noch quasi im Hinterkopf habe, ist Wirtschaft. Wirtschaft finde ich auch spannend. Das heißt so, heute sehe ich das in Richtung einer Kombination von Medizin und Wirtschaft, dass man dann beispielsweise mal ein Unternehmen gründet, was im Medizinbereich tätig ist. Das kann ich mir vorstellen. Das war damals eher, hatte ich überlegt, vollständig in die Richtung zu gehen. Das heißt, einen wirtschaftlichen Studiengang abzuschließen und dann ja, gleichzeitig auch verschiedene andere Projekte zu machen. Also in wirtschaftlichen Studiengängen wie BWL ist es ja, kann man ja relativ schnell auch Praktika machen, so wie wir im Krankenhaus Praktika machen, machen die das dann in Unternehmen. Und da kann man dann, glaube ich, auch relativ schnell irgendwie in ein Unternehmen reinkommen und dann einen Job da kriegen. Also das könnte ich mir auch vorstellen, so in Richtung Unternehmensberatung beispielsweise. Und du sagtest jetzt, du hast immer noch im Hinterkopf, so eine Kombination von Medizin und Wirtschaft zu machen. Stellst du dir das jetzt echt vor, dass du nach dem Medizinstudium nochmal Wirtschaft studierst, oder ist es schon ausreichend Medizin alleine? Also für das, was ich mir da vorstelle oder was ich mir jedenfalls als Möglichkeit offen lassen möchte, ob ich die dann ergreife, ist natürlich eine andere Sache, aber Also das, was ich mir hast vorstelle. du jetzt im Kopf vor, dass du nach dem Abschluss des Medizinstudiums noch auch Wirtschaft studierst? Also ich glaube, zwei Studiengänge sind erstmal genug. Ja. Also ich habe das im Kopf, dass ich das sicher nicht machen werde. Also, wenn ich Medizin fertig habe, werde ich nicht noch mal einen wirtschaftlichen Studiengang abschließen oder beginnen. Das ziemlich sicher nicht. Aber ich kann mir schon vorstellen, das dann nebenbei mal zu machen. Also, ich finde ja Forschung auch interessant. Das sehen wir jetzt ja auch in dem Studiengang, den wir machen. Und da kann man dann später, wenn du in die Forschung gehst und irgendetwas findest, also einen besonderen Antikörper findest, wie es ja häufig passiert, dass man da diesen Antikörper dann beispielsweise vermarkten kann. Also das könnte ich mir vorstellen, wenn man so diesen Forschung, Wirtschaftsaspekt mit der Medizin zu kombinieren. Das ist schön, so Medizin und ein bisschen nebenbei zu machen, aber findest du, dass das schaffbar ist, all diese Sachen zu machen, zu gehen in die Klinik von Humanmedizin und in die Forschung, experimentelle Medizin und du gleichzeitig Unternehmen begründen oder in Wirtschaft überhaupt irgendwas zu machen? Also ich glaube, das ist grundsätzlich schwierig, bei allem sehr viel zu investieren, weil dann leidet immer irgendwas drunter. Dann leidet halt das Privatleben drunter oder dann leidet einzelne Teile drunter. Das heißt, ich glaube, man kann alles drei nicht vollständig machen. Aber ich kann mir vorstellen, dass man beispielsweise sagt, wenn du dann die Facharztausbildung machst, dass du dann nebenbei zum Beispiel noch Forschung machen kannst. Und dann das kann ich mir gut vorstellen. Und wenn man dann in der Forschung, die nebenbei ist, irgendetwas findet, das interessant ist, könnte man das ja dann in Richtung Wirtschaft weiter ausbauen und dann gegebenenfalls den Facharzt verlangsamen, also die Facharztausbildung verlangsamen. Das heißt, ich glaube, das ist schon kombinierbar, aber Dauer ist dann natürlich ein bisschen so ein Handling von drei Sachen, so ein bisschen jonglieren. Okay, jetzt gehen wir ein bisschen zurück zur Schule. Du hast die Schule abgeschlossen und mit guten Noten, also war die Zulassung zum Medizinstudium gar kein Problem für dich. Aber davor hast du auch eine Ausbildung gemacht. Was war das und was hast du da gemacht? Genau, also ich habe nach der Schule eine Ausbildung zum Rettungssanitäter gemacht. Die ist hier in Deutschland, dauert die 3 Monate Ausbildungszeit und dann 1 bis 2 Wochen Prüfungszeit. Da lernt man ganz viel theoretisch über Notfallmedizin. Man hat praktische Teile im Krankenhaus und praktische Teile auf einer Rettungswache.
Und das habe ich gemacht, um zu gucken, ist Medizin wirklich das, was ich machen möchte? Weil da habe ich natürlich dann verschiedenste Aspekte gesehen. Ich habe die Notfallmedizin gesehen, das heißt die Versorgung, die Erstversorgung von Patienten. Aber gleichzeitig habe ich dann auch im Krankenhaus verschiedene Bereiche gesehen. Also in dieser Ausbildung war ich im OP. Ich war auf der Intensivstation, ich war auf normaler Station und ich war in der Notaufnahme. Also ich war quasi in allen Bereichen, die im Krankenhaus, die es in einem normalen Krankenhaus gibt. Oder in vielen Bereichen. Es gibt natürlich noch viele einzelne Untereinheiten, aber ich habe da einen guten Überblick bekommen, sodass ich ja, darüber erstmal einmal mitnehmen konnte, Medizin ist das, was ich machen möchte. Also das war eine Message, die darüber kam. Und das Zweite ist halt die Qualifikation Rettungssanitäter, die ich jetzt nutzen kann, um da beispielsweise zu arbeiten. Also das ist jetzt ein sehr schöner Nebenjob, also den ich neben dem Medizinstudium machen kann, weil ich da mehr von mitnehme als von ja, anderen studentischen Jobs wie Kellnern oder Aushilfsjobs in Läden. Also das da ist die Arbeit als Rettungssanitäter oder im Rettungsdienst eine sehr lohnende Angelegenheit für Medizinstudenten. Aber man kann natürlich auch wie du im Krankenhaus arbeiten, was genauso ist. Also das kann ich mir auch vorstellen, das noch zu machen im Krankenhaus. Man kann auch als Rettungssanitäter im Krankenhaus arbeiten und darf dann gewisse Sachen mehr machen. Dann darf man zum Beispiel auch vor dem Physikum Blut abnehmen. Also das darf dann als ärztlich delegierte Tätigkeit auch von einem Rettungssanitäter ausgeführt werden. Und Medizinstudenten dürfen das dann erst nach dem Physikum, nachdem man, weil das erste Staatsexamen da dann als Qualifikation zählt. Und dementsprechend kann ich mir das auch gut vorstellen, das dann nochmal zu machen. Und ja, ich glaube, dass man dann dass man dann mit der Qualifikation Rettungssanitäter in verschiedene Bereiche wie Rettungsdienst, Notaufnahme oder auch in der Praxis reingucken kann. Und das ist auch mein Plan, das jetzt im Studium zu machen. Du hast immer viele Pläne und ich finde es besonders schön, dass du alles gleichzeitig am Ende schaffst. Das ist echt bemerkenswert. Und als du mir mal, wie du mir mal gesagt hast, dass die Arbeit jetzt macht dir eine Menge Spaß. Also du arbeitest jetzt als Rettungssanitäter, fährst sehr, sehr gerne und sehr lange und das macht dir Spaß. Und ich finde es echt schön und hoffe, dass wir alle solche Möglichkeiten haben, dass wir da arbeiten, wo wir Spaß haben. Kannst du mir ein bisschen von deiner Arbeit jetzt erzählen und wie du das vereinbarst zusammen mit deinem Studium? Ja, also aktuell macht mir meine Arbeit viel Spaß, deshalb tue ich sie auch. Also ich würde keine Arbeit machen, wo ich langfristig keinen Spaß dran habe. Vielleicht kurzfristig mal, wenn man sagt, es muss jetzt sein. Ich muss jetzt im Rahmen der Facharztausbildung dahin und geht nicht anders, dann okay. Aber ich würde keine Arbeit machen, wo ich langfristig keinen Spaß dran habe, weil man verbringt da so viel Zeit und das ist ja sicher keine gute Sache, wenn man Dinge jeden Tag, jeden Morgen aufsteht und sich denkt, Mist, ich muss schon wieder zur Arbeit. Da stehe ich lieber jetzt auf und freue mich, ah, am Samstag habe ich wieder Frühschicht. So. Also das ist für mich eine sehr schöne Sache. Und das mache ich aktuell so, dass ich ungefähr einmal die Woche im Semester arbeite und damit genau, komme ich auf meine Stunden. So dass ich dann insgesamt 4-mal im Monat arbeite und einen 450 €, also einen Minijob im Rettungsdienst habe. Und also eine andere Sache, es muss nicht unbedingt so sein, dass wenn du am Anfang der Arbeit keinen Spaß dran hast, das bedeutet nicht unbedingt, dass du in der Zukunft keinen Spaß dabei haben kannst. Und das kann ich von meiner Erfahrung sagen, weil am Anfang als meine Arbeit im Krankenhaus, ich arbeite jetzt im Universitätsklinikum als Pflegehelfer, ehrlich gesagt hatte ich keinen Spaß am Anfang. Es war echt eine Arbeit für mich. Ich bin da jedes Mal gegangen mit der Vorstellung, jetzt muss ich arbeiten. Aber das hat sich geändert. Und viele Sachen haben dabei eine Rolle gespielt. Eine von dem, was die Änderung meiner Perspektive zu meiner Zukunft, dass ich nicht unbedingt in die Forschung gehen möchte. Die Klinik ist auch schön, weil ich also der Umgang mit Patienten sehr, sehr schön fand. Und jetzt in den letzten paar Monaten gehe ich zur Arbeit und mit der Vorstellung, ja, ich
darf jetzt zur Arbeit gehen. Ich werde da Spaß haben mit den Patienten. Aber darauf gehen wir noch ein bisschen später ein. Du hast jetzt deine Ausbildung gemacht und dich beworben und wurdest zugelassen zum Medizinstudium. Eine Frage, warum Münster? Ich glaube, du hast viele Zulassungen bekommen. Warum hast du Münster ausgewählt? Also ich habe mich frühzeitig für Münster entschieden, weil ich wusste, eine Sekunde, ich muss mir mal ein Glas Wasser holen. Ja, hol dir ein Glas Wasser. Ich kann ein Mal bisschen sprechen, während du hier, Wasser ich holst. habe der Essig von den Tomaten. Ja, du hast Mozzarella mit Tomaten davor gegessen und dann hat man Durst. Und vor allem nach deinem Praktikum. Also echt, danke dir, Professor Krüger, dass du sofort nach deinem Praktikum zu dieser Folge gekommen bist. Und jetzt sag Gut. mal, warum Münster? Also, ich fand Münster von Anfang an eine sehr oder die beste Möglichkeit für mich fürs Studieren, weil ich, wie ich ja schon erzählt habe, aus Bielefeld komme, was eine Stunde mit dem Auto von Münster entfernt ist. Das heißt, die Entfernung ist sehr gut für ein Studium. Also, das ist eine sehr schöne Entfernung, weil ich dann auch mal fürs Wochenende nach Hause fahren kann oder meine Familie kann fürs Wochenende herkommen. Und damit habe ich die Entfernung als einen Punkt angesehen. Ein weiterer Punkt ist, Münster ist einfach für Medizin eine sehr gute Uni. Also der Ruf der Uni Münster ist sehr gut. Und ich habe auch schon von Freunden gehört, die hier studieren, dass es sich echt lohnt. Also wie wir jetzt merken, die Organisation ist wirklich super. Also das ist ein wesentlicher Punkt. Und ich habe echt einige Freunde, die auch mit mir aus Bielefeld nach Münster gegangen sind. Das heißt, ich habe da wirklich jetzt hier schon einmal einen Medizinfreund, aber dann halt auch Freunde, die aus Bielefeld herkamen. Und das ist nochmal ein weiterer Punkt, der für mich dafür gesprochen hat, hier zu studieren. Also es hat super viele Vorteile und dementsprechend habe ich mich von Anfang an dafür entschieden, Münster hoch auf die Prioritätenliste zu setzen. Und dann habe ich das tatsächlich auch bekommen. Und wie fandest du das Studium, also den Anfang? Es ist immer so, dass man Schwierigkeiten beim Anfang von egal was, man müsste ab und zu so Schwierigkeiten haben. Und vor allem, wenn man eine solche sehr unterschiedliche Atmosphäre begegnet, die Schule ist sehr anders als die Uni. Da haben wir ein ganz anderes Leben. Zum Beispiel das Befreunden ist anders. In der Schule läuft es nicht so. Und an der Uni musst du dich immer nur auf dich verlassen, nicht wie die Schule. Du hast deine Eltern nicht mehr dabei, die bei allem helfen können. Wie war das für dich, dass du zunächst einmal alleine wohnst und dann in die Atmosphäre der Uni gegangen bist? Also bei uns war das ja so, wir beide haben ja in Corona angefangen zu studieren. Das heißt, die ersten, ich glaube, 3, 4 Wochen mindestens waren komplett online. Das heißt, das Studium ging los und wir hatten die Einführungswoche online, die O-Woche, wie sie in Münster genannt wird, hatten wir. Ich saß zu Hause in Bielefeld vor meinem iPad und habe die Veranstaltung angeguckt. Und das war dementsprechend ja noch kein so großer Schritt beim ersten Kontakt mit der Uni. Dementsprechend war es eher so ein Schritt für Schritt ranführen an das tatsächliche Unileben und wir wurden nicht so reingeschmissen in alles. Ich bin dann nach 3 Wochen nach Münster gezogen, ich hatte dann erst eine Wohnung bekommen und bin dann seitdem jetzt hier an einem sehr nahen Ort zu dem Universitätsklinikum. Was natürlich super ist für die Veranstaltungen, die auch da direkt daneben sind. Und darüber, genau, habe ich hier einen sehr schönen Ort mit der Wohnung. Und die Uni insgesamt hier war für mich ein ganz guter Einstieg. Also ich kam gut mit dem Wohnen alleine zurecht. Das hat für mich persönlich einfach irgendwie kein großes Problem oder keine große Nachteil gegeben. Hatte jetzt kein Heimweh und war besonders traurig. Natürlich war ich immer wieder froh, nach Bielefeld zu kommen, weil wir da einfach, da meine Familie ist und ich mit denen gerne Zeit verbringe. Aber ich war auch hier zufrieden und hatte auch hier ja Freunde schon, sodass ich einen vereinfachten Einstieg
hatte, weil ich die Freunde aus Bielefeld hatte, die mit hierher sind. Und gleichzeitig kamen dann natürlich auch viele neue Freunde vom Medizin dazu. Also ich hatte zufälligerweise in dieser O-Woche mich dann mit zwei Leuten getroffen für einen Pub-Quiz und mit denen habe ich jetzt immer noch sehr guten Kontakt und bin sehr gut befreundet. Also das dementsprechend hatte ich einen leichten und guten Einstieg in dieses Unileben und bin auch sehr froh darüber, weil es echt im Nachhinein sehr gut geklappt hat. Trotz Corona und trotz anderen ja, Problemen, die dann auftreten, war das ein sehr schöner Start. Corona, wie war das durch Corona zu studieren? Also ich habe mal in einem Podcast gehört, ein Wissenschaftler hat darüber gesprochen, dass dieses virtuelle Studium das normale gar nicht ersetzt, weil die Uni am Ende nicht nur aus Prüfungen und aus Vorlesungen besteht. Es ist eher vielmehr das Befreunden von neuen Menschen, der Umzug zu einem neuen Platz. Und das alleinige Leben. Und ja, durch Corona konnten wir ja trotzdem studieren und so. Aber findest du, dass es gut war, was durch Corona passiert ist, wie das Studium gelaufen ist? Konnte das virtuelle Studium den normalen einigermaßen gut ersetzen? Also ich fand, das virtuelle Studium konnte das Medizinstudium im ersten Semester bis zu diesem Zeitpunkt jedenfalls für uns vom inhaltlichen Studium her gut ersetzen. Also ich glaube, das ist auch mit dem virtuellen Studium gut gelaufen, der Inhalt, die Inhaltsvermittlung, weil gerade im ersten Semester ja wenig Praxis ist, wo man selbst etwas tun muss erstmal. Da gibt es natürlich die Praktika, aber die sind in Präsenz gewesen, also Chemiepraktikum beispielsweise. Er hat ja in Präsenz Kein stattgefunden. schönes Praktikum. Richtig, richtig. Kein schönes Praktikum, muss man an der Stelle anmerken. Es war ein Kampf, aber das sind Teile, die man in Präsenz machen muss im ersten Semester und die haben in Präsenz stattgefunden. Und dementsprechend vom Inhaltlichen her war das meiner Ansicht nach bis zu dem Zeitpunkt, wo wir dann ja auch in Präsenz angefangen haben, gut rübergekommen und da habe ich nicht viel vermisst von einem Präsenzstudium. Aber auf der anderen Seite, vom quasi persönlichen und von der Atmosphäre her, finde ich, kann das nicht ersetzen. Also gerade finde ich es echt schade, dass wir diese Einstiegswoche verpasst haben. Also ich habe mit anderen Studenten gesprochen, die ein Semester unter uns sind. Und die haben erzählt, dass sie in der Einstiegswoche echt eine schöne Zeit hatten, dann auch eine Semesterfahrt hatten, wo sie sich alle kennengelernt haben. Und das sind halt nochmal so schöne Sachen, die wir nicht hatten. Also das ging natürlich einfach nicht in der Situation, aber das ist etwas, was ich schon vermisse und was ich auch echt gerne gemacht hätte. Mitten im ersten Semester haben wir erfahren, dass wir uns für einen anderen Studiengang bewerben können, und das war die experimentelle Medizin. Wie war das für dich, das zu erfahren? Also für mich zumindest wusste ich gar nicht, dass wir sowas haben an der Uni. Und das hätte ich auch auf jeden Fall betrachtet, als ich die Wahl hätte zwischen unterschiedlichen Unis, dass ein Münster, das man machen kann. Ich wusste das nicht, aber es war einfach Glück. Aber ich glaube, du wusstest das schon, dass wir experimentelle Medizin auch studieren können an der Uni Münster. Genau, das war tatsächlich. Ich wusste das aber auch erst, nachdem ich mich quasi angemeldet habe für die Uni. Also ich habe mich für die Unis beworben, da gibt es ja so eine Website Hochschulstart, da habe ich die Unis ausgesucht und habe dann in dem Zuge, nachdem ich mich da beworben habe, habe ich diese Prioritätenliste erstellt und habe dann auf einer anderen Seite Uni Münster eingegeben für Medizin und dann gab es da so Infos, so und so viele Studenten, die sind zufrieden mit der Lehre, wie sind sie zufrieden mit der Organisation. Und dann gab es dann noch so ein Feld mit zusätzlichen Infos oder so etwas. Und da stand dann Studiengang experimentelle Medizin. Und dann habe ich auf die Website geguckt und habe das gesehen. Also ich wusste es dann, als ich den Platz gekriegt habe, schon. Aber vorher wusste ich das nicht. Also erst mit der Bewerbung tatsächlich habe ich das herausgefunden. So war das ein bisschen auch zufällig für dich. Ja, es war auch zufällig, aber halt vor dem ersten Semester. Also das konnte ich dann schon sehen. Und habe dann aber erst die tatsächlichen Infos dazu im ersten Semester gekriegt, weil das wurde uns dann ja da genau erzählt. Also dieser Studiengang ist ja mit dieser Zulassungsordnung, was man im ersten Semester für Klausuren schreiben muss, versehen. Also da muss man ja
gewisse Prozenträge in den Klausuren erreichen, so mehr als der Durchschnitt des Semesters. Und das war mir zu kompliziert, das irgendwie online zu sehen. Das habe ich nicht so ganz hingekriegt. Also da habe ich auf der Website das gesehen und dann musste man irgendwie das Dokument durchgucken, wo die Zulassungsordnung ist. Und das war dann nochmal besser, das erklärt zu bekommen. Also das hat es dann nochmal deutlich klarer gemacht. Und da, nachdem wir da die Infos gekriegt haben, habe ich schon ja, gemerkt, dass ich da Lust drauf habe, weil ich ja, mir vorstellen konnte, das auch nachher nebenbei zu machen. Und dementsprechend ja, war ich bei den Informationsveranstaltungen dabei und habe dann auch mir als Ziel gesetzt, mit den Klausuren des ersten Semesters diesen Studiengang machen zu können. Weißt du, in dieser Informationsveranstaltung, die hieß Faculty Talk, ich hatte gar keine Ahnung, was da besprochen wird. Und ich wollte das gar nicht besuchen. Aber nicht, also nicht, dass ich das nicht wollte. Normalerweise besuche ich solche Sachen nicht. Wir sind kein Fans von Vorlesungen und alles, was nicht Pflicht ist. Aber ich wollte da mal anschauen, was da besprochen wird. Und plötzlich sehe ich, zwei Professoren uns einen ganz neuen Studiengang vorstellen, von dem ich nie in meinem Leben gehört habe. Und das war ein reiner Zufall, dass ich da war. Und ich fand das, das ist interessant. Mal bewerben, warum nicht? Das war mein Anfang mit diesem Studiengang. Mache ich, ja, komm, auf jeden Ja, warum nicht? Neben Humanmedizin. Fall. Kannst du mir ein bisschen, oder kannst du uns jetzt, ich weiß das schon, aber kannst du uns ein bisschen über experimentelle Medizin sagen, was ist das für ein Studiengang? Also, das ist ein Studiengang, der darauf basiert, dass man das neben dem Medizinstudium schaffen kann. Dementsprechend ist er so angelegt, dass das geht und das geht auch. Also, das ist im Semester kein besonders großer Aufwand, diesen Studiengang neben dem normalen Studium zu machen. Das ist eine Veranstaltung pro Woche, wo man hingeht und dabei werden dann immer verschiedene Forschungsergebnisse von Arbeitsgruppen der Universität Münster vorgestellt, von den entsprechenden Sprechern der Arbeitsgruppe oder von den verantwortlichen Professoren. Und da hat man also im Semester keinen riesigen Aufwand und das ist somit gut zu schaffen neben dem Studium. Und in den Semesterferien, wie jetzt gerade zum Beispiel, hat man dann die Möglichkeit, in diesen Arbeitsgruppen auch ein Praktikum zu machen. Also haben wir beispielsweise in den ersten Semesterferien einen Kurs zur Mikroskopie gemacht, um dann anschließend in den zweiten Semesterferien das erste Praktikum machen zu können. Das war dann bei mir hier direkt um die Ecke in der Hautklinik von Münster, die ein sehr schönes Gebäude ist. Ich glaube, du machst da jetzt gerade Praktikum. Ja, ich habe mein Praktikum da gemacht vor Ja, 2 genau, du Wochen, hast das ja. da. Ja, genau. Und da habe ich das dann auch gemacht, das erste. Und das ist dann immer ein zweiwöchiger Rahmen in den Semesterferien, wo man das Praktikum macht in der Arbeitsgruppe. Und dazu haben wir dann beispielsweise oder jedenfalls eine Präsentation dann auch gehalten nach diesem Praktikum. Also muss man dann auf Englisch vor den Mitgliedern der Arbeitsgruppe seine Ergebnisse oder ein inhaltliches Thema präsentieren. Bei uns war das so, dass wir dann ein Thema präsentiert haben, was alle super gut kannten von der Arbeitsgruppe. Deshalb war das sicher für die ein bisschen komisch, von Leuten, die gerade 2 Wochen dabei sind, etwas erzählt zu kriegen, woran sie jetzt 2 Jahre forschen. Aber trotzdem war das Das war eine eine. Form Leistungsnachweis am Ende, ja. Ja, genau. Aber trotzdem hat es Spaß gemacht, auch die Präsentation am Ende und die Betreuer sind dann auch immer super nett, also investieren sehr viel Zeit darin, uns da zu unterstützen, uns die ganzen Versuche 5-mal zu erklären, weil wir es beim Ja. 4. Mal immer noch nicht alles verstanden haben. Und das ist dann immer eine ja, schöne Sache, wenn man dann auch das erfolgreich ist und verstanden hat, was man da jetzt in das andere Becherglas oder pipettiert hat. Also das ist dann ein kleines Erfolgserlebnis. Ja. Die Praktika sind in den ersten 6 Semestern, glaube ich, zweiwöchig, aber danach werden die 3 bis 4 Wochen jeweils. Also Okay, die das wusste ich noch Praktika. nicht. Da bist du besser informiert. Jetzt abmelden. Jetzt, oh, vorbei. Wir gehen weg, Ja. Ibrahim. Wir wandern aus.
Ja, wir machen die Praktika über Themen wie das erste Praktikum war Zellkultur und dann auch das zweite jetzt Molekularbiologie und dann Zellbiologie und so weiter, Zelladhäsion, Zellwanderung. Also viele schöne Sachen, die wir da lernen. Und am Anfang ist es immer schwierig, sehr kompliziert, der erste Tag im Labor, wo du gar nicht weißt, was du machen solltest. Und der Professor guckt dich die ganze Zeit an, warum du so dumm bist. Und ja, aber es ist schwierig. Aber nach 2, 3 Tagen fängt man an, Spaß dabei zu haben. Also mein erstes Praktikum war am Anfang schwierig, aber danach hatte ich eine Menge Spaß dabei, so mit Zellen zu arbeiten, Zellkulturen und so weiter. Und du machst jetzt dein Praktikum und das ist dein dritter Tag heute, oder? Genau, das ist mein dritter Tag heute und ich bin noch in dem Bereich, wo es schwierig ist. Ja. Also, weil wir jetzt gerade auch 2 Versuche nebeneinander machen und das ist dann nochmal besonders schwierig, den Überblick zu behalten im Kopf. Aber ja, ich kann beispielsweise von dem letzten Praktikum erzählen. Das habe ich mit dem gleichen Freund von mir gemacht, mit dem ich das jetzt hier auch mache. Und da ja, hatten wir dann auch wirklich Spaß und haben dann Musik gehört am Ende oder sobald wir wussten, was wir zu tun haben. Vorher ist es schwierig, weil man muss sich konzentrieren, darf keine Fehler machen und trotzdem passieren Fehler, wenn man sich, auch wenn man sich so gut konzentriert, wie man will. Irgendwann machst du irgendwas falsch oder weißt nicht mehr, habe ich das schon pipettiert, habe ich das noch nicht. Also das passiert trotzdem, aber ja, es macht dann doch gerade je mehr man irgendwie versteht, mehr Spaß und dann ja, lohnt sich es auch nochmal mehr, wenn man dann selbst wirklich arbeiten kann. Also dann kann man selbst das machen, eigenständig auch mal einen ganzen Versuch machen. Und dann am besten auch noch, wie wir letztes Mal, da durften wir uns so ein Mikroskop mit einem Computer nehmen, was mehrere 100.000 € kostet. Und uns wurde gesagt, so macht mal, ihr könnt vielleicht nichts kaputt machen. Und dann macht es nochmal mehr Spaß, wenn man auch selbst einiges machen kann. Ja, so kann man dem entnehmen, was wir jetzt besprochen haben, dass experimentelle Medizin nicht so schwierig ist wie Humanmedizin, nicht so aufwendig, sondern wenn man Spaß dran hat, im Labor zu arbeiten, ist das ganz gut, finde ich. Aber jetzt zurück zum Humanmedizinstudium. Hattest du soweit Schwierigkeiten im Humanmedizinstudium? Also ich hatte soweit durchaus einige Schwierigkeiten. Gerade am Anfang fand ich es schwierig reinzukommen, weil es am Anfang die größte Schwierigkeit ist, man muss herausfinden, wie will ich lernen. Also du musst gucken, was bringt mir am meisten. In dem Fall hatten wir glücklicherweise einen Dozenten in Biologie, der super war, weil der uns gesagt hat, das dürft ihr nicht machen, auf gar keinen Fall, ihr dürft keine Zusammenfassung schreiben. Und deshalb, ja, das hat mir geholfen. Und dann wusste ich, ich muss mir Methoden suchen, mit denen ich gut lernen kann. Und das waren Anki-Karten, die waren so ein Riesendurchbruch, weil dann wusste ich, ich kann jetzt mit diesen Anki-Karten alles lernen. Ich kann mir alles da reinschreiben, was ich, also ich kann jedes Fach nehmen, kann mir dazu Karteikarten machen auf dem Handy und dann geht das. Also Anki-Karten ist eine App auf dem Handy, die kann man aufs Handy laden, auf iPad oder Computer, also auf jedem Gerät. Und da kannst du dir kleine Karten machen, wie so Karteikarten auf einem Zettel. Und diese Karten dann werden dann nach einem Algorithmus abgefragt. Dieser Algorithmus heißt Spaced Repetition. Das heißt, es wird, wenn du es gut kannst, kommt es immer später. Und wenn du schlecht kannst, dann kommt es halt direkt wieder. Und deshalb ist das eine gute Sache, weil genauso funktioniert unser Lernen. Wenn wir etwas gut können, dann dann wird es abgespeichert und dann können wir es auch noch in 3 Tagen. Wenn wir etwas gar nicht können, dann können wir es auch jetzt gleich schon nicht mehr und dementsprechend muss es neu abgefragt werden. Und das habe ich im ersten Semester schon angefangen, aber gerade im zweiten Semester dann mit dem Anatomiekurs, da hatten wir Karteikarten in Anki vorgegeben und da ging das Lernen mit Anki dann richtig los und da hat man dann gemerkt, es funktioniert und man kann wirklich alles mit Anki lernen. Und das mache ich heute auch. Also wenn ich heute irgendwas lernen muss, dann mache ich das mit Anki. Sei es jetzt für die Uni oder auch, ich mache jetzt gerade einen Segelschein. Habe ich mir Anki-Karten gemacht und lerne das mit Anki. Ja, also es ist sehr, sehr effektiv, weil es eine Form oder die beste Form vom aktiven Lernen. Es ist gar nicht passiv, wie wenn man nur einfach eine Zusammenfassung von einem Buch schreibt oder
abschreibt, wenn man nur mit Marker so markiert, die Wörter hier, da und so mit unterschiedlichen schönen Farben, das bringt am Ende nichts, Sieht aber meistens. schön Also fest, aus. Sieht schön ja, aus. sieht schon aus, das stimmt, das muss man zugeben. Aber ob es effektiv ist, bin ich mir gar nicht sicher. Es ist besser, dass man aktiv lernt, nicht unbedingt durch Anki. Man kann auch zum Beispiel sich Fragen schreiben über jede Folie von einer Vorlesung und dann versucht man diese Fragen aktiv zu beantworten, ohne zu gucken. Das ist auch sehr effektiv und machen viele und das klappt immer. Und das hat bei dir geklappt. Übrigens, ich habe das nicht gesagt. Professor Krüger hier ist ein bisschen bescheiden und spricht nicht sehr gerne über sich selbst. Er ist sehr fleißig oder nicht fleißig, er ist Master bei Prokrastination, wie ich auch, aber er kriegt immer am Ende wunderschöne Noten und das, ich habe Ja. großen Respekt dazu. Ich, ja, einigermaßen, aber das letzte Semester, da müssen wir zugeben, war das nicht unbedingt wunderschön mit Histologie. Das war aber Ja. schwierig. Ja, aber alles bestanden soweit. Professor Krüger, jetzt studierst du zwei Studiengänge und wir haben das mal besprochen. Wo siehst du dich in der Zukunft? Was stellst du dir vor? Also Experimentellmedizin geht in den Bereich Forschung, Humanmedizin in den Bereich Klinik und so einigermaßen Forschung auch. Was wirst du zukünftig machen? Und du arbeitest auch nebenbei als Rettungssanitäter. Also, wir haben ja eben schon kurz drüber gesprochen, über die Forschung und über dieses Wirtschaft-Ding. Ich kann mir in der Zukunft vorstellen, einmal Medizin in der Klinik zu machen. Also das, was wir mit unserem Studium, worauf das Studium erstmal so ein bisschen abzielt, auf klinische Medizin, das kann ich mir gut vorstellen. Also das als erstmal primäre, als Hauptsache zu machen. Und dann nebenbei verschiedene Sachen. Also auf jeden Fall werde ich nebenbei den ja, die Idee aus dem Rettungssanitäter weiterverfolgen und die Weiterbildung zum Notarzt machen. Das ist eine Weiterbildung, die kann man relativ schnell machen. Das ist kein Facharzt, sondern es ist nur eine Zusatzbezeichnung Notfallmedizin. Also es ist eine Qualifikation, die man innerhalb von etwas mehr als 2 Jahren nach dem Ende des Studiums erlangen kann. Und das macht mir aktuell sehr viel Spaß. Also das möchte ich machen. Und dann wenn das vorbei ist, dann möchte ich nebenbei nochmal einen Blick in Richtung Forschung richten. Das nebenbei könnte auch sein, ob das also schon direkt vom Anfang des Facharztes, das werden wir sehen, je nachdem, wie das dann läuft. Aber das kann ich mir gut vorstellen, dass ich dann neben dem normalen Arbeiten in der Klinik auch mir Zeit nehme und Forschung mache. Also dann gibt es ja viele Kliniken, die zusätzlich zu ihrer Station Patienten, also die auf ihrer Station Patienten haben und dann Forschung machen, um ihren Patienten auf der Station zu helfen. Also das ist in quasi jedem Bereich kannst du ja Patienten haben, wo man aktuell einfach keine Lösung hat für das Problem, das die Patienten haben. Vor allem Und mit Krebs. genau, vor allem mit Krebs, aber auch in wirklich jedem anderen Ja. Bereich. Also auch in der Herzchirurgie gibt es zum Beispiel viele Erkrankungen, die gerade bei neugeborenen Kindern, die dann Probleme haben mit ihrem Herzen, da kannst du dann zum Beispiel Gewebeproben nehmen und die im Labor analysieren von diesen Kindern. Also das wäre möglich. Und dementsprechend möchte ich ja so ein bisschen alle Ideen, die ich bisher hatte und alle Teile so ein bisschen aufgreifen, dann zusammentun in ein großes Projekt. Okay, zwei Fragen dazu. Eine kleine, hast du schon eine Idee, was für eine Facharztausbildung du machen wirst? Also ich habe, das ist die Frage, die jeder Medizinstudent immer gestellt bekommt. Also spätestens nach 3 Monaten im Semester muss man eine Idee haben, weil sonst, so, was machst du? Ja, ich weiß es nicht. Also man kann es immer, ich Ja, weiß es nicht sagen. Kann man und schon, nach. gerade als Medizinstudent in der Formulatur oder ich weiß es nicht, ist immer eine richtige Antwort, wie Tumor. Aber ich kann mir vorstellen, also einmal kann ich mir Chirurgie vorstellen, weil mir das gerade im Prep-Kurs sehr viel Spaß gemacht hat. Das heißt, das ist so die wesentliche Sache, die ich mir gut vorstellen kann. Und dann gibt es ja natürlich viele Untergebiete der Chirurgie. Also das werde ich dann sehen, was sich ergibt. Das ist natürlich auch irgendwie immer ein Zufall. Wo hat man einen guten Lehrer, der einem
spannende Sachen zeigt, wo hat man vielleicht einfach mal Pech mit dem Lehrer, so dann ist das am Ende, glaube ich, eher ein Zufall, wo es genau hingeht. Aber aktuell nach dem PrEP-Kurs jetzt im zweiten Semester und auch den Weiterführungen im dritten dazu, ist Logi eins, was etwas, was ich sehr spannend finde. Aber für dich selbst, ich halte dich für einen Mensch, der immer gerne so Fragen lösen möchte, der seinen Kopf immer arbeiten lässt. Bei Chirurgie wird man meistens nur handwerklich tätig sein und es wird alles routinemäßig, also nichts, es gibt da nichts vieles Neues. Was hältst du davon? Findest du es so oder es ist eher nie unterschiedlich, nicht routinemäßig? Also das ist auf jeden Fall ein Punkt, den man bedenken muss, wenn man sich das aussucht. Klar, Chirurgie hat je nach Fachgebiet natürlich, aber schon immer irgendwie, es steht vorher fest, was machen wir jetzt und was wollen wir machen. Aber natürlich musst du dann immer auch auf spontane Änderungen reagieren. Also du hast ja sehr selten nur die perfekt geplante Operation und machst genau das, was du geplant hast, sondern es gibt dann immer irgendwie Änderungen oder spontane Komplikationen, also Schwierigkeiten. Und ich glaube, da kann man auch im OP schon irgendwie eine gewisse Abwechslung haben. Und zusätzlich ist das ja nicht das Einzige, was du machst, sondern du musst ja auch, bevor du, also du musst ja, um zu der Operation zu kommen, musst du ja vorher herausfinden, was muss gemacht werden. Also wenn du jetzt einen Patienten hast, der kommt in die Notaufnahme mit Bauchschmerzen, dann geht da einmal der natürlich irgendwie ein Internistin, jemand, der innere Medizin macht und so sich das alles anguckt. Aber auch dann ein Chirurg, weil der Internist, der kann in den Innenraum des Bauches auch nicht rankommen. Also da brauchen wir auf jeden Fall einen Chirurgen. Und dementsprechend ja, ist das auch ein Teil, wo man dieses Herausfinden, dieses Fragenlösen, das gehört da auch dazu. Aber das ist auf jeden Fall ein Punkt und das werde ich mir dann ja auch angucken in Formulaturen und dann auch im PJ. Da muss man ja auch in die Chirurgie gehen und auch zum Teil und auf jeden Fall in die innere Medizin. Und dementsprechend ja, werden wir das dann sehen, wie das läuft. Vielleicht stellt sich auch heraus, dass mir das mehr Spaß macht, in der inneren Medizin als Detektiv tätig zu sein und Fragen und Probleme zu lösen. Also unsere Meinungen ändern sich immer wieder durch das Humanmedizinstudium. Ich hatte mir auch vorher vor, dass ich Chirurg sein möchte. Aber nach jedem Kurs hat man so andere Ideen. Nach PrEP-Kurs will man Anatomer sein oder Chirurg. Nach Physiologiekurs will man was anderes und so weiter. Das ändert sich mit der Zeit. Und wie du gesagt hast, jedes Mal jemand mich fragt, was studierst du? Medizin. Was für ein Arzt willst du sein? Es ist immer die Frage. Und ich habe von einem Krankenschwester im Krankenhaus eine sehr gute Antwort dazu gelernt. Und zwar ein guter Arzt. Ja, jetzt, wenn auch immer jemand mich fragt, was für ein Arzt, ich sage, ein guter Arzt. Und das ist beeindruckend immer. Die finden diese Antwort schön. Und jetzt muss ich nicht jedes Mal mir Gedanken machen, was soll ich jetzt sagen? Nee, guter Arzt, das reicht aus. Aber kriegst du dann keine Rückfrage so, ja, was denn für ein Fachgebiet? Also so, dann bleiben die Ja, Leute das hartnäckig, passiert. Ja, dann ne? kommt die Antwort, ich weiß nicht. Da kommt nicht was. Ja, dann kommt diese, ich weiß nicht. Und jetzt die zweite Frage. Du willst eine Million Sachen machen, Professor Kruger, wie du jetzt gesagt hast. Notfall wirst du diese Weiterbildung machen und dann Facharztausbildung, nebenbei Forschung und die Klinik und so. Und Rettungssanitäter wirst du nicht weglassen. Leidet so dein privates Leben nicht dran? Also ich habe das Gefühl, dass das gut geht. Also gerade im Semester merk ich immer wieder, wie viel Zeit trotzdem da ist. So, also man kann so viel Zeit mit Prokrastination, weil wir sind ja Prokrastinationsprofis, kann man so viel Zeit damit, ja, ich sag mal, verschwenden oder investieren, je nachdem, wie man es sieht. Aber ich habe das Gefühl, also man kann wirklich echt. Ja, wenn man sich einfach Ziele setzt und sagt, ich möchte das jetzt machen und ich möchte das machen, dann geht das viel leichter, als wenn ich mir jetzt angucke, so, boah, das alles muss, also ich muss das alles vereinbaren. Wenn ich mir einfach nur ein einziges Ziel angucke und sage, wann kann ich das machen, dann ist das kein Problem, das so nebenbei zu machen. Also ich habe das Gefühl, dass das Privatleben da wenig drunter leidet und dass man trotzdem genug Zeit hat für Freunde, für Familie und
Das, klar, ich habe jetzt zum Beispiel, jetzt aktuell arbeite ich am Wochenende, dann ich könnte auch stattdessen zu meiner Familie nach Hause fahren. Aber ich war jetzt gerade mit meiner Familie im Urlaub und glaube, dass das einfach eine gute Kombination ist aus verschiedensten Sachen. Also bin ja, auf jeden Fall bin ich zufrieden damit, wie es aktuell läuft. Also mir macht es Spaß und ich glaube, das ist ja die wichtigste Sache. Und es muss nicht alles immer so gleichzeitig laufen, ne? Man hat immer unterschiedliche Phasen in seinem Leben, wo man an irgendwas, auf irgendwas Bestimmtes sich fokussiert. Also jetzt ist die Klinik das die Hauptsache. Jetzt ist die Forschung und das andere ist nebenbei gemacht und so weiter. Es ist schärfer, aber deine Prokrastination interessiert mich. Was machst du denn während des Semesters, wenn du nicht lernst oder nicht arbeitest? Also, wenn ich während des Semesters nicht lerne und nicht arbeite, dann treffe ich mich natürlich noch mit Freunden, mache Sport und wobei dieses Semester habe ich das auch vernachlässigt etwas, muss ich gestehen. Wir haben darüber gesprochen. Du hast das nicht getan. Du hast immer fleißig Instagram-Videos in deiner Story veröffentlicht. Dafür habe ich dieses Semester einen Segelschein gemacht oder bin dabei, den zu machen. Aber das zähle ich eigentlich für mich persönlich jetzt nicht als Prokrastination. Also das ist für mich sind Sachen, die mir Spaß machen, mit denen ich meine Freizeit verbringe. Aber Freizeit und Prokrastination ist nochmal ein Unterschied. Prokrastination ist halt so Tätigkeiten wie Videos auf YouTube gucken oder auf Instagram etwas angucken. Natürlich nicht Ibrahims Beiträge, die sind keine Das Prokrastination, glaube ich aber dir nicht. so, die zählen als Quality-Content. Das ist keine Prokrastination. Nein. Aber Videos auf YouTube oder auf Instagram angucken, das ist halt Zeit, die man investiert und nicht wiederkriegt. Also das Ja. und das tue ich genauso wie ich glaube, das macht jeder und das ist einfach eine Falle, wo jeder von der Bequemlichkeit überkommen wird. Da ist man dann doch lieber bequem, anstatt jetzt sich hinzusetzen und die Zeit sinnvoll zu verbringen. Aber ich glaube, das gehört auch dazu und das darf man auch. Also man kann auch mal nicht produktiv sein. Ich habe das eine Zeit lang gemacht und habe mir vorgenommen, wirklich einen Tag in der Woche oder in 2 Wochen zu nehmen und den ganzen Tag nur das zu machen, worauf ich Lust habe, überhaupt nichts Produktives zu machen. So, und das hat auch ganz gut geklappt, weil wenn ich so einen Tag gemacht habe, so dann, das habe ich auch gerade in der Schulzeit schon häufig gemacht, dann habe ich danach wieder Motivation und kann mich gut auf neue Sachen konzentrieren. Und das ist, glaube ich, eine gute Sache, einfach mal zu sagen, so, ich nehme mir heute gar nichts vor. Also null, gar nichts. Ich geh raus und mache, worauf ich Lust habe. Also ich kann mich auch mit Freunden treffen, aber ich nehme mir nichts vor, was ich als Arbeit empfinde oder was ich auf meiner To-Do-Liste abhaken möchte oder sowas. Ja, ich habe auch dieses Problem. Ich will manchmal immer produktiv sein, zu produktiv sein, dass ich die Idee nicht überhaupt nicht akzeptiere, dass ich einen Tag oder ein paar Stunden so frei habe. Und das ist problematisch, weil vielleicht klappt das am Anfang, eine Woche, 2 Wochen, 2 Monate, aber dann leidet man dran. Dann kann man nicht mehr produktiv sein. Also es ist falsch zu denken, dass eine Pause dir die Zeit entnimmt und nicht produktiv sein lässt, weil eine Pause eher ein Zeitinvestment in deine Productivity in die Zukunft wäre. Nachdem ich im letzten Semester ha bemerkt habe oder das bemerkt habe, habe ich immer aktiv daran gearbeitet, dass ich jetzt Pause machen möchte, weil im zweiten Semester ich das wenig gemacht habe und das war schlimm. Psychisch, sage ich mal, wenn wir darüber sprechen, ich hatte dann viel schlechte Laune. So über einmal pro Woche bin ich einen ganzen Tag so schlimm gelaunt und dann konnte ich gar nicht produktiv sein. Aber jetzt, wenn ich so immer regelmäßig Sport mache, Sport ist auch sehr wichtig für dich, Mr. Kruger, du musst das auf jeden Fall wieder machen, wie du mir versprochen hast. Weil man auch sich denkt ab und zu, dass, nicht ab und zu, viele Menschen denken das, vor allem medizinische Studenten, die denken, dass Sport viel Zeit in Anspruch nimmt und ich sollte eher lernen, als Sport zu machen. Aber das ist nicht richtig, weil ich finde, dass Sport uns Zeit gibt, weil ich danach viel aktiver bin und
kann viel besser lernen und mich viel besser konzentrieren. Aber das ist eine lange Geschichte. Ich möchte noch mal, was wollte ich noch mit dir besprechen? Es gibt einen Punkt, worauf wir am Anfang eingehen wollten. War das Warum mit, wir ja, nicht studieren? genau. Und das ist die Frage, worauf ich mich am meisten freue in diesem Podcast. Also ich mache diesen Podcast jetzt hier auf diesem Kanal und auf dem anderen Kanal auf Arabisch und hier auch auf Englisch. Und es ist immer der schönste Teil, wo ich frage, warum. Professor Krüger, es ist ein langer Weg her, dass du hattest. Und es war nicht besonders schwierig, aber sehr interessant. Aber warum? Warum hast du Medizin ausgewählt? Ich habe eine Vorstellung schon von dem, was wir besprochen haben, aber ich möchte so eine klare Antwort dazu. Warum Medizin? Und willst du da weitermachen? Was ist deine Motivation dahinter? Also, das ist auch eine Frage, die man als Medizinstudent gestellt bekommt. Warum? Warum bist du hier so? Du hättest auch eine Million andere Sachen machen können. Also, und das ist ja tatsächlich auch der Fall. Man kann sich wirklich für alles entscheiden. Aber wir sitzen hier und studieren Medizin und machen gleichzeitig auch noch den Quatsch und studieren experimentelle Medizin. Und ich persönlich mache das einmal, weil es mir sehr viel Spaß macht, was ich jetzt gemerkt habe, und zwar anfänglich gemerkt habe beim Rettungssanitäter, dass das wirklich etwas ist, mit Menschen zu arbeiten und denen dann auch zu helfen. Das macht mir wirklich Spaß. Das habe ich, merke ich gerade jetzt, wenn ich irgendwie am Wochenende gearbeitet habe und dann bin ich Krankenwagen gefahren, bringe jemanden ins Krankenhaus und eine Frau und der Mann sitzt da und ist ein bisschen aufgelöst. Dann bringe ich ihm ein Glas Wasser und kümmere mich so ein bisschen um den. Und dann sagt er, danke, dass Sie da sind. Das ist schon ein schöner Moment und für solche Momente lohnt es sich wirklich, das Studium zu machen. Also ich glaube, dass hat man dann nachher natürlich doch mal deutlich mehr, weil man einfach mehr Verantwortung hat. Und dementsprechend, ja, weil mir einmal das Studium selbst, aber auch das Arbeiten im Gesundheitswesen viel Spaß macht. Und andererseits für die Naturwissenschaften und weil ich Naturwissenschaften sehr spannend finde. Also das ist ein weiterer Punkt, warum ich das mache. Das hatte ich ja schon erzählt, dass ich in der Schule mich dann auch für Naturwissenschaften entschieden habe, als Gebiet, wo ich nochmal mehr Fächer haben möchte. Und deshalb, ja, Medizin ist so ein bisschen so eine Kombination aus allen Naturwissenschaften. Also wir haben im ersten Semester ja auch schon Physik gehabt, Biologie gehabt, Chemie gehabt. Und auch jetzt gibt es so Kombinationen aus verschiedenen Bereichen. Und das finde ich sehr, sehr spannend, dass man so ganz viele Sachen hat, die zusammen ein großes Wissen oder eine Menge an Wissen ergeben. Und das ist so ein wesentlicher Punkt. Aber ich glaube, ich würde das nicht machen nur für die Naturwissenschaften, wenn es mir keinen Spaß machen würde. Also es geht wirklich hauptsächlich um den Spaß und ja, dieses lohnende Arbeiten mit Verantwortung im Gesundheitsbereich. Also ich glaube echt daran, dass man überall anderen helfen kann, egal in Ingenieurwissenschaften, in Wirtschaft, überall kann man den anderen helfen. Aber die Art der Hilfe in Medizin ist anders. Und wir kommen noch drauf ein. Ich finde deine Antwort sehr schön, aber ich möchte auch wissen, gibt es Momente, wo du Zweifel hast dran, was du machst? Also der Moment ist auf jeden Fall da gewesen und ich glaube, das ist so ein Auf und Ab. Also dieser Moment, will ich das jetzt weitermachen? Der ist gerade in der Vorklinik immer wieder da, weil du hast in der Vorklinik ja so viele verschiedene Fächer und so viele Einblicke, dass sich das ja lohnt, auch über verschiedene Sachen nachzudenken, dass man dann auch gerade über Praktika im Krankenhaus nochmal andere Bereiche sieht und sich denkt, ja, ich könnte auch eine Ausbildung machen. Also du siehst jetzt, du könntest auch eine Ausbildung zur Pflege machen, da hilfst du auch Ja. Menschen. Und dann bist du aber schneller fertig, dann sitzt du hier nicht jetzt noch mindestens 5 Jahre oder so knapp 5 Jahre.
sondern dann kannst du schon in einem halben Jahr, wenn du den ersten Theorieblock fertig hast, Menschen helfen. Also dementsprechend, ja, bei mir ist das gerade beim Rettungssanitäter, könnte ich auch jetzt einfach eine Ausbildung machen zum Notfallsanitäter und dann im Rettungsdienst arbeiten und da hilft man den Menschen genauso. Aber das glaube ich, und dementsprechend gibt es immer wieder diese Momente, gerade, die sind gerade in meinem Gefühl so kurz vor und kurz nach der Klausurenphase. Weil kurz vor der Klausurenphase denke ich mir so, boah, muss ich das jetzt wirklich alles machen oder will ich nicht doch lieber Notfallsanitäter werden oder Krankenpfleger oder sonst etwas anderes machen oder in die Wirtschaft gehen, sondern und sich anderen Herausforderungen stellen. Und nach der Klausurenphase dann so, boah, hat sich das jetzt echt gelohnt, das so viel Zeit da rein zu investieren und so viel Nerven und dann zu bestehen oder nicht zu bestehen und das jetzt nachholen zu müssen. Und dementsprechend glaube ich, so kurz vor und kurz nach der Klausurenphase gibt es immer wieder diesen Moment oder jedenfalls diesen kurzen Moment, wo man sich ja im Kopf nochmal dafür entscheiden muss, ich möchte das jetzt machen. Und den hatte ich jetzt in den letzten Semestern und habe dann aber immer im Nachhinein gemerkt, ich komme wieder zu Momenten, wo es mir nochmal mehr Spaß macht und wo ich mir sehr sicher bin, ich möchte das weitermachen und ich möchte das auch durchziehen. Und bei so einem Punkt bin ich jetzt gerade zum Beispiel. Also jetzt gerade bin ich wieder über diesen Punkt hinaus und habe sehr viel Motivation. Und was würdest du sagen, ist die größte Quelle der Motivation für dich? Bei mir ist die größte Quelle der Motivation, da gibt es eigentlich zwei, und zwar einmal Freunde, weil mit denen zusammenzulernen und gerade in Klausurenphasen machen wir es dann so, dass wir uns gegenseitig zum Beispiel aus diesem Programm Anki schicken, die Statistik schicken, so sagen, so, boah, ich habe jetzt heute schon so viele Karten gemacht, nicht um zu zeigen, wie gut man ist, wie viel man jetzt schon gemacht hat, sondern damit die anderen auch mal ihre Prokrastination aufhören und jetzt sich da dran setzen. Und das funktioniert echt gut. Also das ist eine Motivationsquelle, die dann echt gerade zum Anfang der Klausurenphase hin das Ganze in Gang bringt. Und das ist so ein bisschen so eine Art kurzzeitige Motivation. Und so eine langzeitige Motivation ist für mich das Arbeiten nebenbei im Rettungsdienst und damit im das Menschen helfen, dass man da sieht, was man dann langfristig auch machen kann. Also ich sehe jetzt, ich kann langfristig als Notarzt arbeiten, ich kann langfristig im Krankenhaus arbeiten dann und kann damit, ja, habe damit viel mehr Verantwortung, damit auch viel mehr, was ich beeinflussen kann. Und das sind so die kurzfristige Motivation. Ich habe jetzt Freunde und die machen das genauso wie ich und wir schaffen das zusammen. Und die langfristige Motivation, dass ich weiß, ich kann damit echt was Gutes machen. Ich bin beeindruckt. Deine Antworten sind immer so schön formuliert. Und weißt du bist der Gast, auch auf Arabisch oder auf Englisch. Du bist derjenige, wo ich am wenigsten Fragen stellen musste. Du gibst immer Antworten mit Anmerkungen und mit Details, wo ich nicht mehr fragen muss. Und das fand ich sehr schön. Und ich habe vieles von dem gelernt, was du gesagt hast. Und du hast einen großen Einfluss auf mich übrigens, aber das wollen wir jetzt nicht besprechen. Aber danke schön, dass du da warst. Aber wir wollen noch eine Sache. Und zwar, du hast gesagt, in den letzten paar Wochen oder paar Monaten hast du herausgestellt, sage ich mal, oder herausgefunden, dass du dich nicht mehr in die Forschung siehst wie vorher. Was hat sich da geändert? Also ich hatte vorher auch nicht das Gefühl, Vollzeit in der Forschung arbeiten zu wollen. Das war auch vorher nicht der Fall. Aber gerade in den letzten paar Monaten, wo wir auch noch mal mit Physiologie zum Beispiel Fächer hatten, die noch mal klinisch relevanter sind und wo ich dann auch jetzt beim Arbeiten das noch mal mehr gemerkt habe, habe ich halt gesehen, so mir macht Klinik sehr viel Spaß und mir macht das das Arbeiten in der Klinik und damit auch irgendwie das direkte Helfen von Patienten, das macht mir viel Spaß. Und ich glaube, das fehlt mir in der Forschung so ein bisschen, den direkten Effekt zu sehen. So, das ist natürlich eine Sache, die einfach für uns jetzt so ist im Studium. Wir sind am Anfang und wir wollen irgendwie, dass unsere Arbeit auch ein Ergebnis hat. Und ich glaube, das ist insgesamt so, dass wir in einer Phase sind, wo wir dementsprechend ja, gewisse Sachen wie zum Beispiel die Notfallmedizin dementsprechend spannender finden.
Und jedenfalls ist das bei mir so, also ich kann ja nur von mir erzählen. Oder halt zum Beispiel die Chirurgie spannender finden, weil wir es gerade gelernt haben. Aber wir wollen einfach direkt so ein bisschen so einen Effekt sehen. Und das ist halt bei der Forschung ein bisschen schwieriger. Und dementsprechend ja, bin ich aktuell in der Phase, wo ich mir eher vorstellen kann, dass mir das praktische Arbeiten mehr Spaß macht als die Forschung. Aber das kann und wird sich sicher auch zwischendurch mal ändern. Mal sehen, wo es dann am Ende rauskommt. Aber ja, wie gesagt, das ist der aktuelle Zwischenstand. Ja, bestimmt ändern sich unsere Interessen immer wieder im Laufe der Zeit. Und ich hatte auch so ein solches Erlebnis. Am Anfang hatte ich die Vorstellung, dass ich auch in die Forschung möchte, also nachdem wir mit Experimentellmedizin angefangen haben. Ich dachte mir, ich bin introvert. Ich verbringe lieber viel mehr Zeit alleine. Und das passiert tatsächlich, aber das ist eine andere Sache. Aber dann in den letzten Monaten durch meine Arbeit im Krankenhaus habe ich auch bemerkt, dass ich liebe, mit Menschen umzugehen. Dass ich, also in den ersten Monaten in meiner Arbeit war es nicht unbedingt eine angenehme Erfahrung, in ein Patientenzimmer zu gehen. Da hatte ich immer so nicht Angst, würde ich sagen, aber es war nur wie eine Arbeit für mich. Natürlich war ich immer, habe ich die Patientin immer gut behandelt und so, aber im Inneren war ich nicht so ganz zufrieden, würde ich sagen. Ich hatte immer die Vorstellung, nee, ich will eher in die Forschung, ich will lesen und solche Sachen. Aber im Laufe der Zeit sehe ich, dass ich ein größeres Interesse an Psychologie habe und an Literatur, an alte Literatur, so lesen von Philosophie und Romane, klassische Romane und so. Und ich habe auch herausgefunden, dass ich eher den Umgang mit Menschen liebe und ich in die Forschung nicht so viel Zeit, also nicht intensiv gehen möchte. Aber ich weiß nicht, ob das der Fall bleibt bis zum Ende des Studiums. Deswegen, und das ist eine Sache, die du mir gesagt hast, als wir mal darüber gesprochen haben. Ich sagte, ich finde es immer schwierig, so Pläne für die Zukunft zu stellen. Was mache ich zukünftig? Bleibe ich in Deutschland überhaupt? Weil das auch ein bisschen für mich relevant ist. Eigentlich wollte ich das nicht, aber jetzt bin ich mir nicht mehr sicher. Aber du hast mir gesagt, bitte? Wir behalten dich hier. Du kommst nie wieder weg. Ja, und da hast du gesagt, es ist nicht sehr wichtig, dass man überhaupt Pläne stellt. Weil wir keinen Einfluss drauf haben können oder sicherlich nicht haben können, was nach 5 oder 6 Jahren passieren kann. Und das war für mich so ein Switch im Kopf. Ja, stimmt. Warum denke ich mir immer so viel? Warum all dieses Überdenken? Das brauche ich ja nicht. Und danach konnte ich mich mehr auf die Gegenwart konzentrieren. Und da konnte ich das Handeln mit Patienten mehr schätzen, als ich immer in der Gegenwart war und nicht immer weit in die Zukunft gehe oder in die Vergangenheit oder so. Und dafür danke ich dir, Luca, und ich bedanke mich ganz herzlich, dass du heute da warst und möchte fragen, willst du noch was hinzufügen oder besprechen oder mir eine Frage stellen? Das machen wir sehr gerne. Ja, also erstmal sehr gerne. Ich bin gerne hier. Mir hat das Gespräch auch viel Spaß gemacht. Ich würde gerne wissen, wir haben ja schon darüber gesprochen vor 3, 4 Monaten, dass du auch Interesse an der Philosophie hast und Literatur. Und da hast du mir erzählt, dass du gar nicht sicher bist, ob du Medizin danach auch in der Klinik machen möchtest. War das zu dem Zeitpunkt schon so, dass du mehr Spaß an deiner Arbeit hattest oder zu welchem Zeitpunkt war das? Also wie war das zu dem Zeitpunkt und wie hat sich das jetzt verändert mittlerweile? Ja, da hatte ich immer noch die Vorstellung, dass ich in die Forschung gehen möchte und dass ich eher introvert oder auf Deutsch introvertiert bin und kein viel Zeit mit Menschen verbringen möchte. So war meine Denkweise damals. Aber also das hat sich geändert nach einem Monat oder so, als du zu mir gekommen bist. Also da waren wir bei dir zu Hause und das nächste Mal war bei mir. Und da hast du das gesagt über die Pläne für die Zukunft.
Und im Laufe der Zeit, und es gab auch andere Faktoren, die dabei eine Rolle gespielt haben. Es gibt eine Krankenschwester im Krankenhaus, ich würde den Namen eher nicht sagen, die ist eine der besten oder nicht besten, eine der wunderschönsten Menschen, die ich in Deutschland kennengelernt habe. Sie ist natürlich so älter als mein Vater, also ich konnte von ihr sehr viel lernen, als ich gesehen habe, wie sie die Patienten behandelt, egal in welcher Situation. Und es gab auf der Station viele unterschiedliche, manchmal schlimme Situationen. Patienten stürzen auf den Boden, Menschen kreien, Frauen mit Demenz, alte Frauen mit Demenz und so weiter. Und sie hat immer vom Herzen mit denen umgegangen. Und das hat mich sehr berührt. Und da fand ich, es ist nicht so, dass es unbedingt für mich nicht Spaß oder nur nicht Spaß, das ist nicht die Sache für mich, mit in der Klinik zu arbeiten oder mit Patienten zu arbeiten, weil das sehr, sehr schön ist. Und dann hast du das gesagt, das mit dem Blenden und dass ich nicht unbedingt Blender stellen muss. Ich dachte mir auch immer, dass, warum mache ich auch die Forschung, wenn ich nicht in Deutschland bleibe, wenn ich nach Syrien zurückgehen soll? Ich komme aus Syrien, für diejenigen, die das nicht wissen. Da kann ich in der Forschung nichts machen. Warum mache ich das überhaupt? Soll ich dann dieses Studium abbrechen mit Forschung oder soll ich eher gehen? Ich war sehr verwirrt. Aber jetzt bin ich ein bisschen ruhiger, fokussiere mich auf die Gegenwart und finde die Arbeit im Krankenhaus wunderschön und will immer mehr arbeiten. Und habe keinen Plan für die Zukunft. Jetzt. Das sind super Aussichten, Ibrahim. Aber ich finde es schön, dass du da ein bisschen einen Wechsel hattest in deiner Auffassung. Und da werden ja noch viel mehr kommen. Also wir werden ja noch viel mehr Wechsel haben. Vielleicht macht es dir irgendwann nicht mehr so viel Spaß. Vielleicht denkst du dir irgendwann, okay, jetzt habe ich da alles gesehen, jetzt hab ich genug gemacht, jetzt mache ich andere Bereiche und versuche da meine Fähigkeiten einzubringen, helfe auf andere Weise. Aber ja, das ist eine interessante Änderung und mal sehen. Also ich bin gespannt, was da weiterkommt. Ich hoffe, du brichst dein experimentelles Medizinstudium nicht sofort ab, weil Nee. aktuell das Investment ist ja auch so, dass wir das leisten können neben dabei und damit ja, lohnt sich das, glaube ich, auch, das so weiterzumachen. Und das Genau. freut mich sehr. Dann haben wir noch einige spannende Seminare zusammen. Auch wenn es nach der Klausur ist und wir alle komplett fertig sind und dann da sitzen und auf unsere Ergebnisse warten, aber dann sind wir da und nehmen uns die Zeit. Man weiß nie, was passieren kann, was passieren wird. Und jetzt gehe ich mit allem so um, dass ich die Gelegenheiten immer nehme. Zum Beispiel war eine sehr schöne Gelegenheit, dass ich experimentelle Medizin studieren konnte. Ich wusste das vorher nicht. Ich habe das angenommen. Und das mache ich jetzt. Wenn ich irgendwelche Gelegenheit, Möglichkeit, eine Opportunity for the future, wenn ich sowas finde, dann nehme ich das an und gehe weiter. Solange ich das machen kann und dabei gesund bleibe auf unterschiedlichen Ebenen, dann mache ich weiter, ohne zu viel über die Zukunft zu denken und danach zu denken. Dankeschön, Luca, dass du da warst. Es hat viel Spaß gemacht. Ich habe vieles gelernt und ich hoffe auch, dass die Zuschauer oder Zuhörer dabei Spaß haben und Hilfe davon bekommen vielleicht. Wir treffen uns in den kommenden Folgen. Bleibt gesund und bis bald.